Nicolas Arimoldi ist für die Schweiz das, was Herr Sellner, der junge Herr Sellner, für Österreich ist. Nämlich ein ausgezeichneter, relativ junger Mann, der sagt, ja, die Schweiz sollte doch besser souverän bleiben. Damit unterscheidet er sich wohltuend von dieser wild um sich schießenden Dame der liberal-grünen Partei, die sich letztendlich kürzlich selbst ins Knie geschossen hatte. Ja, hier direkt danach der Herr Rimaldi selbst. Ihr könnt euch ja mal anhören, was er zu sagen hat. Ich fand das sehr, sehr gut und es zeigt, auch in der Schweiz stehen Menschen auf und sagen, jetzt ist es aber genug. 25 Schüsse auf den Kopf von Maria und Jesus sind eine Kriegserklärung an unsere Werte, sind eine Kriegserklärung an all das, was die Schweiz ausmacht. Massvoll ist die einzige politische Organisation von der Schweiz, die konsequent das Christentum, unsere Werte, unsere Kultur, unsere Traditionen und unsere Identität verteidigen. Und jetzt sind wir angezeigt worden deswegen. Was ist das für eine Unverfrorenheit? Aber es ist nichts als konsequent. Sanja Ametti, die Operation Libero, die wollen die Schweiz auflösen. Die wollen uns in die Europäische Union hineinzwängen und den Nationalstaat abschaffen.